So, hier bin ich wieder. Diesen Teil muss ich leider noch einmal aufnehmen, da Fraps diesen Teil irgendwie nicht aufnehmen konnte, da ich nicht genug Speicherplatz habe. Aber ich habe eigentlich genug Speicherplatz. Und deshalb verstehe ich nicht, warum Fraps das nicht aufnehmen will. Naja, gut, okay. Ja, Fraps spinnt halt mal wieder rum und ich hoffe, dass jetzt diese Aufnahme funktioniert. Ja, dann hoffen wir es mal. Ja, das ist jetzt ein neuer Tag und heute findet auch ein Wettkampf statt. Aber an dem können wir ja leider nicht teilnehmen, da ja, wie gesagt, schon im letzten Teil wir die Stufe 2 benötigen. Ja. Und warte, ich drück kurz mal auf Pause, sonst läuft da die Uhr oben weiter. Ja. Und wir sind schon ein kleines Stück weitergekommen, also das neue Kapitel hat immer noch nicht angefangen. Und ich werde euch jetzt einfach erzählen, was ihr so verpasst habt. Und ich erzähle euch jetzt die Geschichten, die mir die Dorfbewohner so erzählt haben, weitererzählt haben. Ja, fangen wir einfach mal mit dem Dorfpolizisten an, also mit dem Taxifahrer. Der Taxifahrer ist ja jetzt ein Dorfpolizist und er hat mir erzählt, dass er in Chantal verliebt ist. Und nur deswegen will er auch in Beleo bleiben. Aber ich finde, Chantal und der Dorfpolizist alias Taxifahrer passen nicht sehr gut zusammen, da Chantal höchstens so alt ist wie Emma, also so 18, 19, 20 Jahre alt, so mit Dreh rum. Und dass die einfach nicht zusammenpassen, weil der Taxifahrer ist mindestens 50 alt. Oder sogar noch älter, keine Ahnung. Ja, und ich finde einfach, der Altersunterschied ist viel zu groß und deshalb würde ich einmal sagen, sie geben kein gutes Paar ab. Ja. Und dann hat Emma ihm noch gesagt, dass er aufpassen solle, weil der Bürgermeister wahrscheinlich auch nicht mit der Beziehung einverstanden ist. Ja. Und das war eigentlich so die Geschichte von dem Dorfpolizist alias Taxifahrer. Ja, was gibt's noch? Dann haben wir noch den Herr Grillon nach seiner Geschichte gefragt. Der wollte ja Holzschuh-Weltmeister werden. Aber das hat irgendwie nicht geklappt. Und deshalb wollte er irgendwie auf Stelzen die Welt umrunden. Finde ich jetzt auch nicht besser wie Holzschuhe, aber okay. Aber in Holzschuhen, wenn du die ganze Zeit doch nur in Holzschuhen tanzt, da kriegst du doch voll die Blasen an den Füßen. Deshalb kriegt man ja wahrscheinlich schon in der Apotheke Rabatt für Blasenpflaster. Ja, egal. Jedenfalls wollte er auf Stelzen die Welt umrunden. Das konnte er aber leider auch nicht schaffen, da er von einem Hund irgendwie gebissen wurde, glaube ich. Oder jedenfalls verhindert wurde. Ja, und der Hund war der Hund einer sehr jungen, hübschen Dame. Und die heiratete er dann auch, also der Herr Grillon heiratete dann die Dame und das war dann seine erste Frau. Und so erzählt der Herr dann von seiner ersten großen Liebe. Ja, und weiter bin ich auch noch nicht gekommen. Ja, wen habe ich noch gefragt? Dem Miguel habe ich übrigens die Gedichtsammlung mal gezeigt. Und er hat halt erzählt, ja, mit diesen Gedichten wollte er ja der Flora imponieren und so konnte er auch Floras Herz erobern. Und in diesem Apartment, in dem wir gerade wohnen, in dem wohnte auch Flora mit Miguel früher und anscheinend hat Miguel die Gedichtsammlung hier vergessen, als sie dann zum Gestüt umgezogen sind. Ja. Und dann hat er uns halt so erzählt, wie er die Flora mit den Gedichten beeindrucken konnte. Ja. Und als Belohnung, dass wir seine Gedichtsammlung
gefunden haben, hat er uns die goldenen Steigbügel gegeben. Das war die Trophäe, die sie gewonnen haben im fünften Teil der Abenteuerreihe. Also Miguel, Flora, Carol, Aurelia und Samuel. Jetzt werden sich manche fragen, wer Aurelia und Samuel sind. Ja, das sind zwei Charaktere, die im fünften Teil der Abenteuerreihe aufgetaucht sind, die jetzt aber jetzt nicht mehr im sechsten Teil sind. Also es waren auch Freunde von den Zweien. Ja, und die hat Miguel der Emma halt als Belohnung gegeben. Und aber ich sehe die goldenen Steigbügel eigentlich nicht als Trophäe, weil ich wüsste jetzt nicht, was ich damit anfangen sollte. Ja, okay, die kann man jetzt an das Pferd dran machen. Aber wenn man dann mit den Füßen da reingeht, also mit den Stiefeln, dann sind sie dann schnell dreckig und dann sind es wahrscheinlich die braunen Steigbügel statt die goldenen Steigbügel. Ja, und ich würde die Steigbügel halt nicht als Trophäe sehen. Und deshalb würde ich einen goldenen Pokal bevorzugen statt goldenen Steigbügel. Ja. Und habe ich noch jemanden nach seiner Geschichte gefragt? Den Bürgermeister haben wir mal gefragt und die Emma hat sich halt so eingeschleimt, dass er halt so von seiner Art her sehr, ja, ein sehr schöner Charmeur ist und das hat ihm, ja, dem Bürgermeister natürlich gefallen. Und er hat halt erzählt, dass er schon informiert ist, dass Emma neu im Dorf ist. Und sie hat ihm halt gesagt, dass sie auch sehr viel über ihn weiß. Und dass er nicht aus Beleo stammt. Ja, und dass er ein sehr großes Ansehen will im Dorf. Ja. Oder beziehungsweise ein sehr großes Ansehen hat. Ja. Und dann wurde er etwas wütend und erzählte dann, und behauptete dann, dass Emma ihm hinterher spioniert. Ja klar, Emma ist ja auch eine Doppelagentin, kommt von der CIA. Ja. Und ja, ich habe eigentlich sehr viele Leute gefragt. Ja, leider wollte Fraps das ja nicht aufnehmen. Deshalb tut's mir von Herzen leid, dass ihr das leider nicht mitbekommen konntet. Deshalb werde ich jetzt wahrscheinlich einen ganzen Part nur die Geschichten erzählen, damit ihr halt noch mitkommt. Ja, wen habe ich noch gefragt? Dann habe ich noch den Pater Louis gefragt, wie er nach Beleo kam oder warum. Und er antwortete, dass er nach Beleo kam. Auch wegen seiner großen Jugendliebe. Oder er musste sogar nach Beleo. Und fand da seine erste Jugendliebe. Aber die war dann über Nacht irgendwie verschwunden. Und er suchte sie. Aber sie war nicht aufzufinden. Und deshalb war er dann sehr traurig. Und über die Jahre wurde er dann immer trauriger. Und ich denke, deshalb wurde er auch Pfarrer. Ja. Und ich glaube, 40 Jahre später, hat er erzählt, kam sie dann zurück. Und sie haben sich halt wieder getroffen und haben sich umarmt, haben sich halt gegenseitig ihre Geschichten erzählt. Und bis heute sind sie beste Freunde oder gute Freunde. Ja. Und sonst habe ich eigentlich keinen mehr gefragt. Die zwei Opis spielen immer noch ihr Spiel. Thomas bin ich nicht begegnet. Der hat uns bis jetzt noch nicht angemacht. Ja. Chantal habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ihre kleine Schwester, die spielt immer mit ihrer Freundin draußen Seil oder springt irgendwie Seil mit ihrer Freundin und macht noch so andere Sachen. Ja, Raphael hat. Ach ja, Raphael habe ich auch nach seiner Geschichte gefragt, aber die ist sehr kurz. Er hat halt nur erzählt, dass er mit 8 Jahren seine erste Liebe zu Pferden
gefunden hat. Mit 8 Jahren kam dann mal eine Stute zu ihm hingelaufen und da ab da wusste er, dass er Pferde sehr lieben würde. Ja, und so kam es halt. Und ursprünglich kommt ja Flora und Raphael aus der Toskana. Ja, und dort stammen sie halt. Ja. Und Flora hat mir auch mal erzählt, warum sie ein Reitchampion wurde. Und sie musste sich halt wegen ihren Eltern, also wegen ihrer ganzen Familie durchsetzen, damit sie überhaupt reiten konnte. Aber irgendwann gelang es ihr doch, dass sie zur Schule Dartmoor aufgenommen wurde. Also zur Dartmoor-Schule. Und da lernte sie halt dann Mikkel, Samuel, Aurelia und Carol kennen. Und mit denen wurde sie dann auch Freunde. Mit denen wurde sie dann auch Freunde. Oh Gott. Ja, ich kann jetzt wieder nicht so gut Deutsch sprechen. Es ist jetzt schon sehr spät nach meiner Uhrzeit. Ja, und was gibt es noch? Ja, und so lernte sie halt auch Miguel kennen. Und sie lernten sich auch lieben. Und somit, und sie ging halt immer mit dem Ziel, dass sie die Beste sein wollte in diesem Reitsport. Und das gelang ihr auch. Sie lernte halt nur, sie konzentrierte sich nur auf die Schule die ganze Zeit. Ja, bis sie dann halt mal Reitchampion wurde. So, ich glaube, ich habe euch jetzt alles erzählt. Was ich noch sagen möchte, ich habe ein paar Nebenaufgaben erfüllt. Und zwar bei einem Pferd die Ausdauerstufe 1 erreichen, bei einem Pferd die Beweglichkeitsstufe 1 erreichen, bei einem Pferd die Muskulaturstufe 1 erreichen. Ja, und wir haben auch wieder 3 dazu bekommen, also bei allen die Stufe 2 erreichen. Ja. Und dafür musste ich halt Springreiten, Gelände reiten und die Dressurprüfung absolvieren. Ja, und mehr habt ihr eigentlich auch nicht verpasst. Und ich weiß nicht, wie diese Nebenaufgabe erfüllt wird. Ein Foto für die Internetseite abschicken. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich habe das Spiel schon mehrmals durchgespielt, habe aber noch nie herausgefunden, wie das geht. Falls es einer weiß, schickt mir bitte einen Kommentar, denn ich weiß es nämlich nicht. Ja, was gibt es nämlich noch? Emma. Emma. Lauf. Emma lässt sich schon wieder nicht steuern. So, aber jetzt. So. Das sind unsere verbogenen Figuren. Da ist die Figur von Flora. Da ist die Figur von Chantal. Chantal hat X Beine, so wie ich sehe. Figur von Raphael. Raphael steht ziemlich schwul da. Stelle ich gerade mal so fest. Die Figur des Pastors, das ist der Bürgermeister. Und das ist die Claudette mit ihrem Besen, wie immer. Und das sind die goldenen Steigbügel, von denen ich euch erzählt habe. Die hat ja Miguel uns als Belohnung gegeben, weil wir ihm ja sein Gedichtbuch zurückgegeben haben. So, jetzt habe ich ziemlich lange gequakt. Und deshalb geht es dann erst im nächsten Part weiter. Bis dahin, ciao!